Moin Moin, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung. Heute geht es mal weiter mit dem PC, also neuen kleinen Format, was ich mit man kann jetzt reinhauen will. Den PC-Kram, also Bastelkram, ich mit dem Rechner mache, extra für euch halt. Und ich habe hier noch ein Notebook liegen, liegt auch schon länger rum. Ich habe ein paar Notebooks und ein paar andere Geräte rumfliegen, das mir geschenkt worden ist. Und ja, dann stelle ich fest, Moment, ich habe noch eine i7 rumfliegen. Läuft die da drin? Sind beide gleich. Ist doch die G1. Ursprünglich war verbaut die dort. Na gut, kann man jetzt leider nicht gut erkennen. Das ist auf jeden Fall vom Ursprung her, ist das eine, was haben wir drauf? Eine i5 480M. Ein i5 mit 400, mit Grafikkern. Eigentlich brauche ich bei diesem Notebook, das ist ein Asus Notebook, brauche ich den Grafikkern nicht, weil die hat nämlich eine dedizierte Grafikkarte, beziehungsweise eine Onboard-Grafikkarte. Ist eine, keine Ahnung was. Moment, da muss ich kurz lesen. Was haben wir denn da? Was sagt er zu mir? Er sagt, gute Mittelklasse, das ist ein Asus X52JT und hat eine ATI Radeon HD 7370M verbaut. Jetzt weiß ich eigentlich nicht, wie viel Grafik er, wie viel Dingsbums er hat. Naja, ist auch Jacke wie Hose. Fakt auf jeden Fall. Ich denke so, Moment mal, mit dieser Klasse habe ich mich lange noch nicht mit beschäftigt, weil ich bin so bei 775 bin momentan stehen geblieben. Auch halt, ihr wisst ja, so geldtechnisch und, ne, egal, Jacke wie Hose. Gerade getestet, diese CPU läuft in diesem Book. Das heißt, du kannst hier alle reinklatschen, was man so kennt. Ja, nun setze ich das Ganze wieder zusammen. Ich bin gerade beigegangen, habe die Headpipe gereinigt und ich habe so ein ganz, wie nennt sich das denn, so ein hier. Schwamm, beziehungsweise so ein Polierschwamm. Damit habe ich die Oberfläche dann wieder schön aufpoliert, wieder hergestellt. Schön neue Wärmeleitpaste drunter setzen. Ja, und dann mal gucken. Ja, er sieht natürlich ein bisschen dreckig aus. Es stammt von einem starken Raucher. Ich habe das Gerät zerlegt, gereinigt, also wie komplett seine Einzelbestandteile zerlegt. Ja, und nun baue ich mir die i7 ein. Gut, die i5 ist ein Zweikerner, das ist ein Vierkerner. Hat die andere hat 2,6 GHz. Hier habe ich nur 1,73 GHz, aber ich habe vier Vierkerne und ich habe 7 MB Level 2, Level 3 Cache, Level 2 Cache. Egal, ihr wisst ja, was ich meine. Letztendlich, ja, muss ich mir gleich schauen. CPU-Boss, was hat er nochmal? Ich gucke ganz gerne auf diese Seite. CPU World ist die geniale Seite, was es angeht. Ah, so, muss ich schauen, was haben wir denn, was hat er, 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 Details. Ach, die kommt von 2010, die kommt von 2011. Nehalem, das ist der Arendelle. Achso, der Kernname vom i5 war ein Arendelle und die i7 hat Clarksfield. Der gesamte Plattformname ist Calpella. Mikroarchitektur. Ist er Westmeer, beim i7 ist er Nehalem. Ja, was haben wir denn? Turbofrequenz. Kann der i7 kann auf 2,9 GHz hochklatschen. L1 Cache, 64 Kilobit, da haben wir 128 Kilobit. L2, nee, L3, meine ich auch, L3, ich war nämlich ein bisschen vertütelt. Genau, L2 hat er 512, der i7 hat 1024, sowie 6 MB. Und der i5 hat nur 3 MB L3 Cache. Wow, mal gucken. Die beiden CPUs scheinen sich wohl, wie ich es mit den Tests hier sehe, scheinen sich wohl ja, relativ ähnlich zu sein. Also, das kommt auch bei den beiden gleich aus. Wobei die i7 natürlich jetzt etwas mehr Energie frisst. Aber das ist mir eigentlich relativ Jacke wie Hose. Ja, du bastel ich das ganze Ding zusammen und dann mal gucken. Tja. Starten wir das Schon Video. gestartet. Ja? Ja, meine lieben Leute, sage ich Unterhaltung. Kleine Empfehlung meinerseits. Danke erstmal an meinen Freund, der mich hier unterstützt mit der Kamera. Das bin ich. Und sein YouTube-Kanal ist Frisian Roads. Wenn ihr drauf schaut, er hat auch sehr interessante Videos von Ja, zwei Afrika. Stück, ich glaube gar kein Content. Mach nichts, Jacke wie Hose. Auf jeden Fall, mach es dir bitte näher ran, komm und einmal hier drauf tüdeln. Ja, man sieht dich nämlich fast nicht. So, auf jeden Fall, kleine Empfehlung meinerseits, wie ich es immer mache, auch wie wir beide sind langjährige IT-Hobby, was erst eh ein Hobby, erst kein Hobby-IT, er arbeitet direkt auch in einem Laden. So, Fakt ist auf jeden Fall, wie bei einem Zylinderkopf eines Kfz empfehle ich, immer über Kreuz anzuziehen. Am Anfang die Schrauben setze ich nur leicht rein, leicht fest und danach ziehe ich sie komplett fest. Auch was mein Freund gerade sagte, die einzelnen Pins immer noch leicht hochdrücken, um eine höhere Anpressdruck zu erzeugen.
Ja, das machen wir dann halt auch so. Und das war dann der Spaß. Tada! Ja, da würde ich sagen, meine Leute, see you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. For a while, Crocodile. So, SSD Unboxing Video. SSD, bumm, das war's. Stumpf, ich hasse Unboxing Videos. Aber das Interessante zu dieser SSD ist, dass es so eine typische Wish oder AliExpress China Bomber, die ich habe schon ein bisschen recherchiert, die hält nicht lange gut, die habe ich für 1-2 Euro habe ich mir das Ding organisiert. Gucken, wie lange das Ding hält. Die kommt jetzt, wie gesagt, in den Asus-Bock rein. Und dann mal schauen, will auch wahrscheinlich Langzeittest, wie lange so ein billig China-Rotz hält. Ja, mal gucken. Ja gut, see you later, Navigator, sage ich jetzt dazu. Also, bis denn dann. Ich glaube, ich zoome, das ist nicht so toll. Upsala. Ja, meine Videos sind immer so ein bisschen, ihr wisst ja, immer kreuz und quer und nicht, wie ich bearbeite. Aber scheißegal, ich hau mal Videos rein, wie ich möchte. Ja, ich glaube, es ist mir jetzt hier Alligator oder Navigator soll ich lassen. Ich hau nämlich immer noch Zwischeninformationen rein. So, ich wollte euch nämlich was zeigen. Beziehungsweise, wie toll das dann doch funktioniert hat. Wie gesagt, es ist letztendlich ein Consumer-Notebook. Tada! Super, oh, das wollte ich aber eben gerne nochmal im BIOS zeigen. Bei diesem Asus-Notebook, wie bei auch vielen anderen Notebooks, teilweise mit F1 oder F2 kommt man ins UEFI, UEFI oder ins BIOS rein. Ich habe jetzt allerdings, weil ich hier eine Betriebssystem drauf installieren werde, das heißt UEFI-Boot-Option habe ich die disabled, also abgeschaltet. Jetzt möchte ich nur eben ganz gerne, dass ich das euch auch zeigen kann, dass ich hier keinen Murks erzähle. Na? Sehr schön. Wollte sagen, ich möchte auch keinen Murks erzählen, dass, wie gesagt, ich die i5 durch die i7 ersetzt habe. Das Notebook, wo ist meine Maus hin? Das Notebook ist, genau, es ist das Asus X52JT unter / SX84V. Es ist, ja, hier wird es beschrieben als gute Mittelklasse. Ich habe jetzt durch den i7 einmal in der gehobenen Mittelklasse reingesetzt. Und wie man sieht, was haben wir für Schönes? Tada! Man kann Notebooks auch aufrüsten. Das wissen einige noch nicht. Ich meine, klar, unter uns Freaks ist es bekannt. Vorher hatte er 4 GB, das habe ich auf 6 GB aufgerüstet, dank des netten Freundes, der eben bei mir da war. Auch und er selber arbeitet auch in einer IT-Firma. Ich kenne ihn seit über 20 Jahren und ja gut, so viel an dieser Stelle und wie ihr seht, das hat super funktioniert. Ich werde jetzt gleich noch ein BIOS-Update durchführen, damit ja alles auch wirklich hundertprozentig korrekt erkannt wird. Ich habe gerade noch gesehen, diese i7, die ich jetzt verbaut habe, wie gesagt, die hat kein Grafik-Dingsbums drin, keine integrierte Grafik. Besser ist das, Sachen, die nicht kaputt gehen können. Stimmt, die hat jetzt die alte CPU hatte 35 Watt, jetzt habe ich 45 Watt. Okay, es wird ein bisschen wärmer. Gut. Das sind jetzt mal eben kurz die Daten. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja halt das Video stoppen. So, aber nun ist endgültig Ende im Gelände. Ja, stimmt. Ach nee, warte kurz. Genau, wollte ich auch mal zeigen. Ich habe da diese Boot. Wo ist sie da? Ah ja, stimmt, das Schöne ist, hier ist ein Pioneer-Laufwerk verbaut. So, die Kingdian SW100 mit 120 GB ist verbaut. Ich möchte diese SSD natürlich nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich habe schon etwas Übelstes im Netz darüber gelesen, dass diese relativ schnell ausfällt. Es ist halt ein China-Bomber. Aber ich werde sie hier testweise reinknallen, was Sache ist. Ja, ein geschenktes Notebook, ein geschenkten RAM. Die i7-CPU hatte ich schon länger liegen gehabt. Ja, jetzt kann ich ehrlich sagen, ach Gott, ich habe endlich ein neues, modernes Book. Ja, restauriert, geschenkt, gut, es fehlen Akkus, es hat auch ein paar gebrochene Stellen, die ich noch ein bisschen so reparieren werde. Es wäre sonst auch im Schrott gelandet, das Gerät. Also das ist auch so eine Geschichte, ich repariere sehr gerne und werde die Geräte länger noch im Betrieb halten. Ach, was ich wahrscheinlich auch noch vergessen habe, euch zu erzählen, natürlich habe ich die Wärmeleitpaste auch erneuert, weil
Logisch ist das. Ja, da würde ich sagen, jetzt ist aber wirklich Ende im Gelände. Also, see you later, Navigator. Bis zum nächsten Mal. Endlich. Ah ja, stimmt. Und das war jetzt halt Teil 2. Teil 3 wird dann der Rechner sein, den ich den alten Pentium 1-Klassensystem, was ich aufgebaut habe, werde ich euch den nächsten noch zeigen. Ich denke mal, es wird so zum Wochenende hinkommen. Also, bis denn dann. Und CO2 ist Leben. Vergesst das ja nicht.